ist wieder Sonntag bei Mr. Think Queer und das Thema der Woche ist, ob Testosteron den Charakter verändert. An sich sind es Streitthemen ja oder nein, also bei mir ist es ein lockeres Jein. mein Charakter hat sich verändert, aber nur zum Positiven. Ich bin selbstbewusster geworden, ich bin ruhiger geworden, ich bin nicht mehr so zickig. Ja, das sind so meine Empfindungen. Ich habe auch Freunde von mir gefragt, die meinten auch, ich wäre nicht mehr so zickig, nicht mehr so unausgeglichen, ich wäre glücklicher, ich wäre selbstbewusster. Aber auch was Negatives, ich bin in manchen Themen mehr aus der Haut zu bringen, also schneller, dass ich schneller sauer werde oder schneller den Halt verliere unter den Füßen. Was aber nicht so schlimm ist, weil das legt sich innerhalb von ein paar Sekunden und da ich eh eine relativ ruhige Person bin, bin ich jemand, ich unternehme da nichts, ich koche innerlich und dann hat sich die Sache erledigt für mich. Ja, also von meinem Empfinden her, ich finde, es ist bis jetzt nichts Negatives, ich bin wirklich im total zufrieden soweit. Also ich bin jetzt, nächste Woche sind 7 Monate auf Testosteron und ja, das ist einfach, ich finde meine Entwicklung ist jetzt sehr, sehr positiv und sehr, sehr, ich weiß nicht, ich genieße es. Also ich bin glücklicher, ich bin selbstbewusster, ich bin lockerer mit vielen Sachen mittlerweile und nicht mehr so, dass ich sage, ach, das nervt mich alles an, das ist scheiße. Nee, gar nicht, also. Ich sehe bis jetzt keinen negativen Ding, bis auf diese kleine Sache, dass ich halt schnell aus der Haut fahre. Aber wer tut das nicht manchmal? Und ich habe bis jetzt echt noch nichts Negatives empfunden. Also vielleicht ändert sich das nochmal, vielleicht auch nicht. Kann man ja nie wissen. Also ich empfinde das ganze Charakter verändern. Ein Mensch verändert sich eh. Also ein Mensch verändert sich in den Jahren sowieso. Das ist klar, je nachdem, was er erlebt hat und was er mitgemacht hat und so weiter, da wird der Charakter eh nochmal verändert. Aber so spezifisch auf Testosteron bedingt, finde ich jetzt nicht, dass ich mich groß verändert habe. Aber ich glaube, das hängt immer von den Personen drauf ab. Also bis jetzt die Leute, die ich kennengelernt habe auch, die haben sich nie zum Negativen entwickelt. Also empfinde ich jetzt so. Die meisten sind total glücklich geworden, sind selbstbewusster, gehen viel offener mit dem ganzen Thema um. Und ich habe bis jetzt noch keinen erlebt, der total unglücklich deswegen wäre. Also wenn man deswegen unglücklich ist, glaube ich, ist das auch einfach nicht der richtige Weg. Weil dann läuft da irgendwas schief. Weil ich glaube, die meisten sind einfach glücklich. Die kommen aus sich raus und vor allem, wenn man merkt, dass man eine Veränderung hat am Körper, an der Stimme, an allem. Das verändert den Charakter dann doch nochmal positiv. So empfinde ich das jetzt. Also, viel mehr kann ich zu dem Thema nicht sagen, außer dass ich einfach glücklich mit der Entscheidung bin, dass ich Testosteron bekomme und auch mich mehr darüber freue, umso länger es dauert. Und ja, ich wünsche euch soweit noch einen schönen Sonntag und haltet die Ohren steif. Bis nächste Woche.